Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, doch noch hier ein Spiel zu machen oder eine Aufnahme zu machen. Ob ich zwei Spiele mache, mal schauen, wie es jetzt läuft mit dem Brasilien-Team. Wenn ich gewinne, dann mache ich auf jeden Fall zwei Spiele. Ansonsten cutte ich es dann vielleicht. Brauchen jetzt noch vier Siege. Wenn jetzt eins gewinnt, brauchen wir noch drei. Wenn ich beide gewinnen sollte, brauchen wir noch zwei Siege. Für Gold drei. Mal schauen. Ach ja, mir fällt ja gerade ein, dass ich dann nächste Woche ja wieder. Ah, vielleicht habe ich ein bisschen Zeit nächste Woche zum Spielen. Oh, was ist denn das von 82er Innenverteidiger? Den kenne ich ja noch gar nicht. Ah ja, in vom Sterling. Das ist natürlich auch wahrscheinlich super teuer. Als rechter Stürmer. So, konzentrieren wir uns. Wir haben natürlich viel, viel teurere und bessere Spieler im Verein, auch wenn wir uns den 1 Million Neymar nicht kaufen mussten. Aber das weiß ja der Gegner nicht. Schön gedribbelt. Ah, schade. Ach, oh, da habe ich zum Glück mich mit Telles noch reinlaufen können, weil da habe ich vorher einen kleinen Stellungsfehler gehabt. Oh, ich habe doch auf Passen gedrückt, da war aber noch Klären drin, schade. Oh, aber wir bleiben am Ball. Schade. Oh, getunnelt. Der wäre rein. Der wäre auf jeden Fall rein. Schade. Verstehe nicht, warum immer Miranda am Rückraum stehen muss. Hat nur keinen guten Distanzschuss, oder? Abseits. Oh, der spielt's grandios. Sorry, aber das war einfach nur super gut gespielt. Wenn er so weiterspielt, verliere ich das Spiel auf jeden Fall. Super gut durchkombiniert. Konnte ich nichts mehr machen. Bin nur hinterhergerannt. War einfach nur richtig, richtig gut gespielt. Ah, ich gebe natürlich nicht auf. Ich meine, ich habe auch schon mich ganz gut durchkombiniert zu ihm. Mal gucken. Man hat auf jeden Fall leichte Fehler in der Verteidigung drin. Vielleicht können wir die ausnutzen. Das war kein Foul, okay. Dann macht er solche billigen Passfehler. Merkwürdig. Vielleicht war das auch ein bisschen Glück, dass er sich so krass durchkombiniert hat. Ich weiß es nicht. Glück. Nein, nicht schießen. Geil! Ich sag's ja, mein Fehler war einfach mit Raphael immer erst die Bälle anzunehmen. Einfach direkt schießen mit Raphael, das scheint der Trick zu sein. Das scheint der Trick zu sein. Ich darf nicht erst den Ball annehmen. Da hat das scheint Raphael nicht. Raphael kann nur direkt abnehmen. Wie es aussieht. Jetzt habe ich mich an meinem eigenen Speichel verschluckt. Geil. Schön unter die Latte quasi.
Ja, es geht wieder die Pace-Kacke los. Oben, 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 ich sehe es. Boah, den muss er eigentlich machen. Krass, da haben wir Glück, dass es hier nicht 2-1 steht. Ich verstehe nicht, warum er immer mal solche genialen Momente hat, wo er sich mega krass durchkombiniert. Die hätte ich klären müssen. Okay, das war jetzt aber nicht geil durchkombiniert. Das war einfach nur Glück. Trotzdem, das wäre nicht passiert, hätte ich den Ball geklärt. Aber wie gesagt, diesmal war es nicht geil durchkombiniert. Diesmal hat er gelackt. Schade. Ruhig bleiben, 2-2 nachlegen. Er ist defensiv nicht so gut wie offensiv. Deswegen. Ach, getunnelt auch noch. Ja, wie gesagt, nach vorher, wie er da gepasst hat, wir waren dreimal dran oder so. Jedes Mal landet der Ball trotzdem bei ihm. Aber wie gesagt, es war mein Fehler, weil ich hätte klären müssen. Er hat den Ball da in meinem Strafraum bekommen, das darf halt nicht passieren. Ja, Gustavo ist kein Stürmer, aber trotzdem muss es jetzt hier eigentlich 2-2 stehen. Das war wieder gut gespielt und er macht das Tor nicht, glücklicherweise. Was? Oh, ich habe nicht anrennen sehen. Warum wusste denn, dass ich da hinpasst? Wenn wir jetzt ein Tor fressen, ist es wieder meine Schuld, aber es ist nicht so zum Glück. Ich glaube, ich mache kein weiteres Spiel nach dem. Egal wie es ausgeht. Alu-Treffer, was sonst? Ich sag ja, es müsste schon lange 2-2 stehen. Es könnte auch 3-2 stehen. Oder 3-3. Endlich steht mal jemand Gutes mit der, mit dem Distanzschuss, aber diesmal konnte ich halt nicht schießen. Fuck! Er sollte den Schlenker genau einen Ballkontakt eher machen. Das hat er halt nicht gemacht und das war das Problem. Ich habe seine Scheißfehler nicht ausgenutzt. Ah, ja, also wie gesagt, wenn er hier gewinnt, dann ist es bis jetzt auch noch ein bisschen verdient. Weil er hatte gute Chancen zum dritten Tor. Aber es ist auch erst die erste Hälfte, von daher. Aber wir hätten halt auch schon locker 2, vielleicht sogar schon 3 Tore machen können. Er war bitte zuletzt dran. Nice.
Gustavo hätte jetzt schon zwei Tore machen können. Klar war das jetzt nicht so einfach, aber wie gesagt, er hatte ja schon alleine vom Tor und hat es auch nicht gemacht. Jetzt verliert aber auch langsam ein bisschen die Lust, muss ich sagen. Ich werde kein weiteres Spiel machen nach dem. Natürlich kein Fall. Wir brauchen nur ein Tor. Ist noch lange nichts verloren. Es sei denn halt, ich verliere ständig den Ball. Das Gefühl, er ist jetzt besser geworden in der Abwehr oder ich bin schlechter geworden im Angriff. Das kann auch sein. Ich verliere dauernd Ball mit Philippe Anders an den Ball. Fick dich. Ach, das ist bitter. Ich versuch's nochmal im 4-1-2-1-2. Mal gucken. Aber ich glaube, ich bin einfach gerade beschissener. Dieser Scheiß Jesus. Ich finde auch, die haben ihn zu hässlich gemacht. Also, der regt mich so auf, weil er so hässlich ist. Nicht im realen Leben. Das sieht im realen Leben anders aus. Sieht man ja auch auf dem Bild. Aber die haben den so hässlich animiert. Ich finde ihn zu ultra hässlich. Das kotzt mich irgendwie an. Ich weiß auch nicht. Das regt mich auf. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden, wen ich auswechsle. So, jetzt konzentriert, ich komm, da war in der Abwehr scheiße, Mann. Zwei Tore, das geht schon irgendwie. Mach's immer zu knapp. Oh nein! Danke. Alter, da kann man nicht alles gewinnen, verdammt noch mal. Das ist nicht mal gelb. Mein Gott. Wieder Miranda. Oh, und schön, ich verliere den Ball noch. Schon wieder waren wir dran, aber er lackt sich natürlich den zweiten Ballkontakt. Aber ich spiele auch nicht mehr gut aus, weil ich gerade auch wieder, wie gesagt, keine richtige Lust mehr und der Typ regt mich auf.
Wieder kein Geld, ne? Ist klar, aber ich meine, viele verletzt. Ich schieße ihn jetzt so drauf, scheiß drauf. Sehr geil. Naja, wenigstens noch eine spannende Schlussphase, das wird, denke ich, nichts ändern. Aber das ist mal geil. Der kommt da quasi zurück, der Freistoß, der an der Mauer gelandet ist, und dann macht er einfach mal noch einen Dropkick rein. Geil. Schönes Tor. Schade nur, dass es wahrscheinlich nichts bringt. Ist, glaube ich, sogar Volley, oder? Das ist kein Dropkick, war ein Volley. Goal for the visitors. Number 16, Neymar. Es ist so leicht. Es ist so einfach. Es kommt immer einer nach bei ihm. Toller Pass. Das liegt wieder daran, dass er keine Ausdauer mehr hat. Das war's. Geil, Gustavo. Tick zu spät gepasst. Ich wollte unbedingt Neymar in den Lauf spielen. Roberto Firmino. Waren zweimal dran, es reicht nicht. Krass, dass er nicht auf Zeit geht. Verlieren trotzdem. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Egal, ich mache jetzt hier einen Cut, ich mache jetzt kein weiteres Spiel. Ich bin jetzt einfach nicht mehr motiviert. Ich merke das, würde jetzt sowieso verlieren. Tore, Neymar, Raphael, Vorlagen, Firmino. Machen immer noch 4 Siege. Scheiße, Mann. Mal gucken, wann ich die zusammenbekomme. Vielleicht finde ich doch am Samstag Zeit zum Spielen. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Nee, wisst ihr was? Ich schneide das ja sowieso zusammen, fällt mir gerade ein. Ich will noch mal kurz hier ein bisschen die Scorerwerte nachgucken. 12 Spiele, 14 Scorerpunkte. 19, 6 Spiele. 4 Tore. Er hatte 9 Tore vorher, also 4 Tore. 4 Tore und 3 Vorlagen. Also 7 Scorerpunkte. Boah, krass, Raphael scheint wirklich gut zu funktionieren hier in dem Spiel. Also in der Mannschaft. Neymar mittlerweile 7 Scorerpunkte aus 17 Spielen, und da müssen ja einige abziehen, ist auch sehr gut geworden. Anderson weiß ich nicht, aber vielleicht auch nicht Willian testen, und da gibt es niemand anderes. Ah, es reicht mir, wenn ich nachgucken. Also dann Schnitt, falls ich nicht vergessen sollte, geht's dann hier weiter für euch. Tschö. Wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur wieder der zweite Teil für euch, oder? Wir machen jetzt ein Spiel. Ich habe gestern Nacht auch noch ein, zwei Spiele gemacht. Ich glaube drei. Ohne Aufnahme, weil es wieder mitten in der Nacht war, hatte ich keinen Bock auf eine Aufnahme, damit ich heute nicht mehr ganz so viel machen muss. Aber ich habe heute, glücklicherweise, es ist Samstag, doch Zeit. Ich habe morgen auf jeden Fall überhaupt keine Zeit, aber wir haben ja auch nicht mehr so viele Spiele, glaube ich. 8 Spiele, krass, oder? Wie wir es echt geschafft haben,
10, 12 Spiele, nee Quatsch, 17 Spiele am Freitag zu machen. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass wir so viel gezockt haben. Wie gesagt, drei Spiele sind noch dazugekommen, die ich so gemacht habe. Aber das meiste habe ich ja mit Aufnahme gemacht. Und Werner, 7 Spiele, 6 Scorerpunkte. Ja, los geht's. Zweites Spiel in der Aufnahme-Action. Wir brauchen noch zwei Siege für Gold 3. Ich werde jedes Spiel versuchen zu spielen, solange wie ich noch einen höheren Rang erreichen kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise noch ein Spiel übrig habe, aber noch zwei Spiele brauche für Gold 1, also nur zum Beispiel, dann werde ich das Spiel wahrscheinlich nicht mehr machen, weil ich ja auch in der Monatswertung dann schon Gold 1 habe. Also sobald ich Gold 3 erreicht habe, bin ich automatisch, also in der Woche jetzt, sobald ich Gold 3 in der Woche erreicht Da habe. kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Ach fuck, jetzt habe ich wieder Kommentatoren drauf. Moment, ich mach's jetzt gleich aus, wenn Pause ist. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Ja, es nervt gerade ein bisschen, wenn ich Links kommentieren will und die reden noch spielt mit. einer. Und dann zentral einer für die Machen Defensive wir mal, und dass der Ball einer für schnell die rausfliegt. Offensive. Was wollte ich noch sagen? Kimmich. Origi. Ja, wir brauchen zwei Siege und wie gesagt, sobald wir Gold, ach, ich brauche gar nicht im Team. Sobald wir Gold 3 in der Woche erreicht haben, ist automatisch Gold 1 im Monat zumindest. Das sah das gestern so aus. Einstellungen, genau. Konzentration, oh, der Gegner, da nutzt seine Pause anscheinend länger. Bin ja gerade ein bisschen ins Ausgedribbelt oder gepasst, aber egal. Hauptsache, wir haben jetzt keine Kommentatoren mehr drauf auf unserem Ohr. Come on. So, jetzt konzentrieren wir uns mal. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ich habe natürlich auch nicht so gut gespielt in der Weekend League, aber ich fand es auch echt schwer. Also ich fand, es waren echt viele gute Gegner dabei, wenig wirklich schlechte. Und wenn halt mal schlechtere Gegner dabei waren, dann waren sie eigentlich mindestens so gut wie ich. Also so richtig schlechte, das hat irgendwie gefehlt. Boah, Glück gehabt. Es hätte auch das 1-0 werden können oder sein können. Oh, schöner Stellungsfehler. Ich wollte auf Arangis passen, aber irgendwie habe ich meinen Controller dann nicht lang genug in die Richtung gedrückt. Schade. Schön gemacht mit Goretzka, gute Grätsche. Nimm Grätsche irgendwie gern, das funktioniert sehr oft. Keine Ahnung, ob der auch einen guten Grätschenwert hat oder ob es einfach wieder nur der Goretzka-Bonus ist. Wobei ich halt fand, dass er letztes Jahr auf jeden Fall nach vorne noch ein Tick gefährlicher war, keine Ahnung. Es könnte aber sein, dass er für dieses Jahr nach hinten ein bisschen gefährlicher ist. Sehr schön, abseits. Ich merke, dass ich schon wieder total langsam im Kopf bin. Keine Ahnung, was mit mir los ist.
das ist kein geiler Pass war, weiß ich auch nicht. Also der erste Laufpass, nicht dann der, der leider vom Gegner abgefangen wurde. Glück. Macht auch ganz gerne meine Grätsche, aber irgendwie nicht so gut. An den falschen Stellen, besser gesagt. Goretzka ist schon wieder verletzt. Schon gemacht mit Alaba, krasser Pass. Geil, geil, geil. Bailey, Bailey, Bailey. Aber vorher halt auch wieder das Auge von mir in dem Fall, dass ich gesehen habe, dass Werner da in den Lauf geht und da diesen gelupften Laufpass spiele. Krass, dass dann der Pass wirklich so geil auf Bailey ankommt, aber er hat den Ball auch super geil verarbeitet, richtig schnell und macht ihn dann ganz von alleine ins lange Eck. Also ich habe ins lange Eck gezielt, aber nicht auf Flachschießen gedrückt. Den schlänzt er dann so selber rein. Also ich gehe mal davon aus, dass es als angeschnittener Schuss zählt, auch wenn ich ihn nicht angeschnitten habe. Nice. Dem schwachen Linken. So, jetzt gehen wir auf Defensiv. War auch, denke ich, der beste Chance im Spiel. War der Gegner einmal unaufmerksam und da haben wir es direkt ausnutzen können. Scheiße. Das war ein bisschen zu einfach. Also da habe ich gedacht, da komme ich locker vorbei mit der Spritzigkeit von Bailey, aber dann doch den Gegner ein bisschen unterschätzt. Bisher konnte man jeden Schuss gut blocken. Ich habe wieder nur auf Arangis geguckt und nicht, wo Bailey hinläuft. Was mache ich denn? Warte. Vielleicht hat jetzt der Gegner das gleich, den gleichen Fehler gemacht, keine Ahnung. Gegner hat auch eine gute Chance gehabt. Also ich will nicht sagen, dass es glücklich ist, die Führung, weil meine Chance war halt besser, aber trotzdem, ich spiele, wie gesagt, ich merke auch, ich bin schon wieder anscheinend zu müde, kaputt, keine Ahnung, aber ist mir jetzt egal, ich ziehe das einfach durch und wenn ich halt verliere, dann ist es halt so. Ich hoffe, dass ich zumindest meine 2 Siege hinbekomme für Gold 2 in der Woche und Gold 3 in der Woche und Gold 1 im Monat. Das wäre schon mal viel wert. Alaba! Alaba, Mann, der muss doch einfach nur hinlaufen, dieser Idiot! So schlecht verteidigt wieder mal. Oh! Total bescheuerter Pass und der läuft einfach hin. Komplett dumm. Guckt euch an. Hier, hier, guckt mal, Alaba, er läuft da weg. Oh, ist so dumm, ey. So ein dummer Pass, der niemals funktionieren darf. Egal, ist nur ein Spiel, es geht weiter. Ich
So spiele ich Fußball, Freunde. Genau so und nicht anders. Ja! Er macht ihn! Perfekter Jubel! Perfekter Jubel! Direkt im Anschluss. Ich weiß nicht, ob das so programmiert ist, wenn man kurz nach einem Tor dann zur Kamera rennt, dass er das automatisch macht, oder ob ich einfach nur Glück habe, dass er es macht, aber das ist die richtige Antwort gewesen. Genau so. Vor allem nachdem er diesen blöden Tanz gemacht hat. Sehr geil. Gut gekontert. So, und jetzt legen wir mal ein drittes nach, damit es hier nicht wieder blöd wird. Jetzt konzentrieren wir uns, dass wir nicht mal so ein Gegentor fressen. Oh oh. Ja, ich hab's direkt gesehen, dass das wahrscheinlich nichts wird. Er macht wieder seinen Spaß, die Tanz. Krass, scheiße! Hat richtig gut funktioniert, die Führung zu halten. Mit so einer billigen Flanke auch noch. Foul. Schade. Noch so ein Ding wäre geil gewesen. Jetzt kommen wir besser zum Abschluss auf jeden Fall. Das ist schon mal schön. So, gerade ist ein Fehler wieder gut gemacht, dass ich halt so blöd abdringen lassen. Also, ich will jetzt nicht hier noch in den Rückstand geraten. War so klar. Das hat wieder mal nichts gebracht. Immerhin die Ecke und jetzt werde ich mal wechseln. Zumindest Bailey. Oh, Regie hat mir noch ein bisschen zu viel Power. Komm! Oh, fuck! Daneben gesetzt. Scheiße! Toll. Fuck, das dritte Mal im Spiel, dass ich ins Ausrennen. Richtig geil. Also, und wer ist es? Arangis. Boom. Es geht ab. Auch kein schlechter Jubel, passt auch. So von wegen, guckt her, ich mache jetzt schon das zweite. Und wir sind wieder in Führung. Nice. Arangis, ich sag ja, dieser Mann ist unglaublich. Ich kann es nicht... Vor allem wieder die Abschlüsse schon wieder von ihm. Unglaublich. So, jetzt aber mal kurz, ne? Ich gehe jetzt mal auf sehr defensiv. Vielleicht hilft das irgendwie. Dass wir nicht direkt wieder den Ausgleich fressen. Moment, ich gehe mal auf Pressing. Und sehr defensiv.
Na, das ist doch schon mal ganz gut. Er schafft es zumindest nicht, direkt nach dem Anstoß auszugleichen. Das ist schon mal viel wert. Das wäre geil gekommen, wenn er den Pass mal bekommen hätte. Das war so bestimmt nicht geplant. Gut den Schuss weggestellt. Flitter leider sehr wenig Bälle im Aufbau, das ist ein bisschen nervig. Hat er gedacht, er kann sich ein bisschen durchdribbeln oder was? Nichts mit bisschen durchdribbeln. Ach, schade. Doppelt schade. Dreifach schade. Er spielt ständig zu gedeckten Spielern, passiert aber nichts. Nice. Oh, 86. Ich gehe mal auf Zeit, fällt mir gerade auf. Ach, Alessandrini wieder nicht ungedeckt. Was war das denn? Oh Gott. Ich will noch auf Zeit gehen. Alaba läuft wieder nicht mit. Da kommt aber auch kein Werner mal angelaufen. Sehr geil von Sokratis. Ein bisschen stümperhaft zu Ende gespielt, aber immerhin gewonnen. Das ist schön. Damit ist die Aufnahme ja vorbei, weil war ja jetzt irgendwie von der alten auf, weil ich mich recht entsinne. Deswegen liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, Moment, wer hatte hier die ganzen Vorlagen gemacht? Tore, zweimal Arangis, einmal Bailey Vorlagen, dreimal Werner, geil, alle drei Vorlagen von Werner. So viel zum Thema, Gnabry ist der bessere Passgeber. Tja, damit hat er jetzt auch mehr Scorerpunkte als Spiele, müsste jetzt zwei Scorerpunkte mehr haben als Spiele. Wenn er so weiterspielt, bleibt er halt wieder. Oh mein Gott. Und dann nach 50 Spielen mit Werner wieder abbauen, dann werde ich mir denken, ja, vielleicht probiere ich Gnabry nochmal. Aber okay, in 50 Spielen ist dann hoffentlich auch irgendwie ein anderer Stürmer dabei. Außerdem kann ich mir auch mal irgendwann den Aubameyang oder Lewandowski holen. Ja, 8 Spiele. Was? 9 Scorerpunkte? Okay, dann hat er halt nur einen Scorerpunkt mehr als Spieler, aber das macht ja nichts. Dann bei der nächsten... Ach, hat sich Goretzka wirklich schon wieder verletzt? Ich dachte, es wäre dann weg nach dem Spiel. Verdammt. Dann in der nächsten Aufnahme gibt's dann wieder, oh, 2 Spieler arm, fuck. Dann in der nächsten Aufnahme gibt's wieder ein Spiel mit der Brasilianer Mannschaft und da habe ich mir einen neuen geholt. Ich will jetzt doch mal Willian testen als RM, weil irgendwie ist es so merkwürdig mit einem 81er zu spielen. Deswegen haben wir dazu entschlossen, okay, wir testen mal Willian. Er hat auch ein, zwei Werte, die geiler sind als von Anderson. Er ist der bessere Passgeber und, hat halt auch 87 Ausdauer, also deutlich mehr Ausdauer als der Kollege. Rechtsfuß, schwacher Fuß, 4 Sterne ist auch okay. Ja, ich bin mal gespannt. Mal gucken. Ansonsten wechseln wir wieder zu Belieber. Das seht ihr dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Tschüss, tschüss.